Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn darf ich mich vorstellen, ich bin der Rudi und wie man hier auch gut lesen kann, der Ofenguru. Und in einem Pizzaofen kann man natürlich klassisch eine Pizza machen. Wir werden allerdings auch grillen im Pizzaofen und nachher werden wir nur Quiche auch versuchen. Ja? Der Pizzateig. Ja, bevor wir starten, müssen wir natürlich auch einen Teig machen zum Pizza machen. Ja? Dazu nehmen wir unser Mehl, ja, und Salz. Das vermengen wir zuerst einmal, ja, dass es gut durchgemischt ist. Dann nehmen wir nur noch das Wasser und die Hefe, also die Germ. Ja. Das geben wir zusammen, verrühren wir. Und dann kommt das Germ-Wasser-Gemisch in das Mehl eingerührt. Und wir lassen das für die Autolyse nur ganz kurz verrühren und das lassen wir dann ca. 20 Minuten stehen. Dadurch aktiviert sich das Klebereiweiß und das Schöne an der Autolyse, warum ich das sehr gerne mache, ist, dass durch dieses Aktivieren des Klebereiweißes der Teig biegt und nicht der Teig dann auf meine Fingern biegt, wenn ich den knete. Ja. Okay, so reicht es dann an für sich aus. Und das lassen wir jetzt für 20 Minuten stehen. So, noch 15 Minuten Wartezeit. Können wir unseren Teig nehmen und ich tue den immer sehr gern mit der Hand kneten. Kann man natürlich auch mit der Maschine machen. Das ist ein bisschen ein Workout da, wenn man mit der Hand 10 Minuten einen Teig kneten kann. Damit ich nicht früh aufhöre, stellen wir immer einen Timer. Ja. Und wie man gleich sieht, bleibt in den Fingern durch die Autolyse nichts picken, sondern der Teig pickt in sich. Das ist das, warum ich das immer mit der Autolyse sehr gerne mache. Ja. Vor dem Ofen die Teigkugel im Werden. Naja, der Pizzateig wird jetzt schon schön elastisch, wie man das sieht. Da sieht man schon, wie der Teig elastisch wird. 10 Minuten fertig. Und wir haben da eine schöne Teigkugel. Die Teigkugel können wir jetzt portionieren. Die Masse, die ich da nehme, ist für 4 Pizzateiglinge und das heißt, ich teile die jetzt dann auf 4 gleich große Teile und gebe die dann in meinen Gärbehälter rein, den tue ich dann gut mit Mehl stauben, damit mir der Teigling nicht picken bleibt da drinnen und dann muss der Teig zumindest eine Stunde einmal ruhen. Ja. Dann haben wir da unsere 4 Pizzateiglinge. Gehen wir da rein in den Gärbehälter und lassen das jetzt für circa eine Stunde ruhen. Da wird der Teig dann schon schön aufgehen und dann können wir nachher verarbeiten. So, da haben wir jetzt unseren Teig nach einer guten Stunde Teigruhe retour. Wie man sieht, hat das auch funktioniert. Das sind aufgegangen, unsere Teiglinge. Und mit dem selbstgemachten Teig werden wir jetzt natürlich die klassische Anwendung in unseren Pizzaofen machen. Dazu mehle ich die Arbeitsfläche ein wenig ein und dann schauen wir, wie gut uns das gelingt. Ich mache den Pizzateig sehr gerne selber, weil er natürlich erstens einmal gut schmeckt und zweitens, wenn es mir gelingt, dann ist er auch rund, im Gegensatz zu den, die man zum Kaufen kriegt, die sind die meisten viereckig. Und wenn man Pizza macht, schaut es natürlich einfach viel cooler aus, wenn die rund ist. So. So,
Wir beginnen mit Tomatensauce. Tomatensauce mit Basilikum drinnen, nehme ich sehr gerne. So, die Pizzaschaufel einmehlen, damit der Teig nicht kleben bleibt. Jetzt muss uns die Tomaten, oder? Jawohl, mit Trick. Naja, super Temperatur, 330 Grad circa auf der Backfläche. Das ist ideal zum Pizzabacken. Und wenn man genau schaut, schlagt schon Blasen. Wird schon im Fertigwerden. Dann werden wir die Pizza an der Decke oben noch gratinieren. Sehr schön. Durch wird oben. Ah, noch ein bisschen. Oben haben wir die größte Hitze. So, da geben wir unsere Rucola drauf. Und Pizzagewürz. So, dann schauen wir uns den Boden an. Aha. Schönes Backergebnis am Boden, super. Schön aufteilen. Am liebsten esse ich die Pizza mit den Fingern. Perfekt. Ofen-Guru.